Okay, da sind wir wieder zu Dark Souls Daughters of Ashe. Es hat jetzt doch wieder ein bisschen gedauert, weil Dinge passiert sind. Aber wir haben es beim letzten Mal geschafft. Wir können theoretisch zu den Four Kings. Und ich glaube, damit fangen wir auch heute an. Oder wir versuchen es zumindest. Ich weiß nicht, ob wir mit einer +10-Waffe... Ob das so realistisch ist? Auf der anderen Seite sind die vier Könige ja so ein bisschen der DPS-Check, bevor man die Lord-Seelen holt. Also wenn wir die schaffen, können wir auch den Rest schaffen. Wäre natürlich lustig, wenn sich jetzt rausstellen würde, dass die Large Ember, die Very Large Ember, dass die danach kommt. Ansonsten würde ich glatt versuchen, ob wir im DLC nochmal weiterkommen. Ich weiß nicht, ob wir Menace schaffen mit unseren aktuellen Stats. Aber zumindest können wir den Abyss freischalten, dass wir da Humanity farmen können. Ich denke, das wäre auch schon mal viel wert. Wir haben aber letztes Mal dieses Bonfire gefunden, was aber, glaube ich, nur so ein Troll... Move war, weil die Feuerhüterin da fehlt. Und ich glaube, wir können sie nicht wiederbeleben. Also ich habe nicht nachgeguckt. Und ich habe auch mir ein bisschen Sorgen, dass ich die Feuerhüterseele jetzt benutze, um mein Estus zu upgraden. Und dann stellt sich heraus, ich hätte damit dann was machen können. Auf der anderen Seite, da unten ist nichts außer den vier Königen. Und ich glaube, da ist Darkstalker Covenant, theoretisch. Aber da unten müsste dann auch ein extra Bonfire. Also da war zumindest eigentlich immer ein extra Bonfire. Weißt du, dass du jetzt immer die Belohnung anpasst in das Spiel, was du spielst? Ja, es bringt nicht so viel, wenn ich jetzt die Belohnung von Minecraft die ganze Zeit drin habe. Ach, da ist ja noch ein Item. Das Item war aber vorher noch nicht da. Funkelndes Titanit. Dass du mir eine Seelenmine baust. Ja, das wäre schön, wenn man Dark Souls Idle die Seelen farmen könnte. Da könnte man sich so schön überleveln. Man sollte doch wohl die Freiheit haben, die mit Musösen die Falschbelohnung aus dem Fenster zu werfen. Und das ist dann so, dass... das amerikanische Verständnis von Freiheit. Das hat sogar... Der hat sogar nochmal eine extra... Ich wollte jetzt sagen Schwanzwaffe, das klingt aber falsch. Ey, der gibt immerhin Seelen, aber wir können nichts hier machen. Hier war es aber auch so dunkel. Was ist der Sinn des Lebens? Das solltest du vielleicht nicht einen Erzieher fragen, sondern einen Philosophen. Okay, damit... Ist der Red Tearstone Ring noch da? Okay, das mit dem Tal der Drachen stört mich aber langsam hier.
Irgendwas läuft hier rum. Natürlich. Ist okay. Hey, FLVD. Boah, 25 Monate, als ob. Als ob. Okay, dass die Flügel einen so mitreißen, ist aber auch nicht cool. Genau, ich werde jetzt einfach zum Waffenhändler, ist klar. Okay, kommt Leute, fliegende Gegner, das ist echt nicht fair. Also nicht, wenn man keine Fernkampfwaffe hat. Ich meine, ich habe zwar noch die schwarze Flamme, aber... die ist nicht wirklich auf Distanz. Habe ich ihm damit Damage gemacht? Wieso ist der verletzt? Ja, mal schnell hier rauf. Jetzt ist etwas seltener dann. Kind ist viel Arbeit. Jetzt neulich Vater geworden oder einfach nur jetzt gerade viel Arbeit? Night Shield. Ja, super. Was soll ich damit? Warum liegen hier so Trash-Items? Hör ich Anfang des Jahres? Ja, nice. So, aber hier mussten wir lang. Ach, da ist er wieder. Dein Unterplay und sich unterhaltsam. Ja, das ist. Das war nur lang. So, 5 Estus. Weiß ich ja nicht, ob das so realistisch ist, dass ich das schaffe. Tiny Beans Ring und Covenant of Aquarius brauchen wir.
So, wir gehen einfach mal die Treppe so runter. Ich will jetzt einfach nur gerade wissen, ob hier auf der Treppe vielleicht irgendwas versteckt ist. Bis. Oh, okay. Die Könige haben einzelne Namen. Und, warte, sag jetzt nicht, das sind alle gleichzeitig. What? Was? Okay, es sind wirklich die vier Könige jetzt. Sind die der neue Endgegner? Kann doch nicht die Idee sein. Wartet, aber es wechselt die ganze Zeit, welcher König. Aber die machen weniger Damage, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, ich kann alle verletzen, oder? Es wird halt nur von einem die Healthbar angezeigt. Alles andere wäre Kacke. Sag jetzt nicht, ich muss immer unterscheiden, wen ich gerade angreifen darf. Warte, es greift immer nur einer. Ah, ich verstehe. Es greift immer nur einer wirklich an. Kann ich ihre dunkle Magie mit dem Pendant blocken? Geht das? Weil ich verstehe, was los ist. Es kann mich immer nur einer von denen wirklich... Also die rotieren durch. Und wahrscheinlich muss ich gucken, dass ich die möglichst halt in einem Durchgang besiege. Aber ich habe das Gefühl, das ist möglich. So, pass auf, ich will aber keine Humanity hier drin haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass der König, der gerade verwundbar ist, sehr wenig Damage gegen mich macht. Das kommt wahrscheinlich also alles von den anderen dreien dann. So, pass auf, wir machen den hier, weil ich rechne nicht damit, dass wir das jetzt schaffen werden. Nicht first try. So, wir müssen gleich dran denken, dass wir den Ring wieder anlegen, aber ich nehme jetzt erstmal den Ring auf Evil Eye, dass wir uns erstmal durch Kills heilen können. Gibt's eigentlich Facecam-Pläne? Nein! Es gibt nicht noch mehr Meme-Gesichter. Aber ich habe heute festgestellt,
Weil meine Mutter letztens noch meint, ich habe so einen roten Pullover. Ich glaube, das ist sogar der, den ich auf der LAN getragen habe. Den, wo sie noch meinte, den werde ich wahrscheinlich mit ins Grab mitnehmen. Und dann habe ich heute tatsächlich mal ein paar alte Fotoalben durchgeguckt mit Kinder- und Babyfotos von mir. Und ich hatte irgendwie anscheinend relativ früh im Vorschulalter auch schon so einen roten Pulli. Und ich habe tatsächlich echt gedacht, okay, das zieht sich ja so ein bisschen wie so ein Trend durch mein Leben. Da war ich echt ein bisschen überrascht. Willst du deine Webcam in deiner Twitch-Info und nutze diese niemals? Ja, das stimmt. Was ich überlegt habe die Tage, was heißt die Tage? Ich hab heute das Gamer-Gesetz gelesen, da stand auch was zum Thema Blutdruck. Und dann habe ich überlegt, eigentlich muss ich mal wirklich so ein Blutdruckmessgerät irgendwie mal anschließen, was dann irgendwie in dem Stream darauf angewendet hat. Einfach, ich will einfach mal wissen, wie mein Blutdruck sich, vor allem auch gerade bei so Spielen wie Dark Souls, eigentlich entwickelt. Pass auf, wir schicken den auch direkt wieder hoch. Okay, allein dieser Gegner hier ist eigentlich schon ein Grund, warum hier kein Bonfire sein kann. Ich muss darum, sinnvolle Werte zu bekommen, einmal mit Creative im Chat und einmal ohne messen. Denkst du wirklich, dass Creative meinen Blutdruck so hoch treibt? Also jetzt schätzt du ihn aber hoch ein. Leute, was macht ihr denn jetzt? Leute, nope. Das machen wir mal schön nicht. Wow. Also das war jetzt aber eine Punktlandung, Leute. Der Typ ist aber voll der Jumpscare. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie im Voraus verletzen kann, aber ich schätze mal, nein. Okay, nein, ich kann nicht damit die Angriffe blocken. Aber soll ich allen Ernstes raten, wer von denen wer ist? Ah, Moment, ja, das war doch irgendwie bei den vor... Let me solo me, ja. Let me solo her, ja, da war was. Das war doch bei Elden Ring. Ich erinnere mich, bei den Four Kings war doch irgendwie so, wenn du näher an ihnen dran bist, machen die meisten ihre Angriffe weniger Schaden. Leute, das ist gerade aber echt nicht cool. Jetzt kommt der andere wieder.
Natürlich, das macht einen kompletten 180. Aber das ist, ich glaube, das mit einer plus 10 Waffe schaffe ich nicht. Einfach, weil ich nicht... Ich krieg die nicht getötet. Das ist immer noch ein DPS-Race. Weil der hat sich jetzt auch noch gebufft. Aber dafür sind es jetzt auch keine 5 Könige mehr. Beim Original spawnt ja noch ein 5. König am Ende. Für die letzten 2% von der Gesundheit oder so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Kampf schaffe, weil ich habe das Gefühl, gleich wird irgendwas kommen, was mich killt. Yo, die werden, ich habe das Gefühl, die werden stärker. Ich muss mal versuchen, ob es zweihändig geht. Aber der Phänomen Dark Souls ist jetzt nicht so neu auf dem Channel. Wir haben schon die komplette Trilogie hier einmal durchgespielt und jetzt vor einer Weile Daughters of Ashe angefangen. Jeden Dark Souls Teil ist No Hit Challenge. Ja, das gab's auch schon, das stimmt. Creative, willst du mit deinem Talent nicht irgendwas Sinnvolles anstellen? Krebs heilen oder so? So, wir rennen einfach durch. Eins meiner YouTube-Videos geht wieder dezent viral für mein Verhältnis. Das ist das Dümmste und Aufwendigste, was ich hier gemacht habe. Ja, manchmal irgendwie. Da geht man im Video viral und man denkt sich so, warum ausgerechnet das? Warum nicht irgendeins von denen, die gut sind? Wieso ist der Erste auch noch direkt unverwundbar? Alles klar.
Hey, ich habe immerhin heute auch nochmal ein neues Siedler-Meme gemacht. Ich habe heute den Text geschrieben und eingesprochen für das neue Video. Mehr war leider doch nicht drin. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass was Blue Byte wieder für komische Doppelstandards hatte. Ich spende ihm meine Anwesenheit. Richtig. Also ich würde mal behaupten, wenn wir Four Kings nicht down kriegen, kriegen wir die anderen Großen auch nicht rein. Und dann brauchen wir wirklich die plus 15 Waffen. Aber ich wüsste eigentlich keinen anderen Wort mehr, wo ich noch nach der Very Large Ember suchen könnte, außer halt der DLC. Also Ulesil, die Stadt, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Das würde irgendwie noch Sinn ergeben. Oder halt, wo auch immer Capra Demon hingelaufen ist. Der ist uns ja entwischt. Sprünge waren aber doch vorher auch nicht so nervig. Okay. Ich würde mal behaupten, ohne Schild können wir das vergessen. Komm schon. Jetzt ist es wieder ein anderer. Die Frage ist nur, welcher? Also ich glaube, das ist im Moment hoffnungslos. Warte, wir können ja schnell reisen zum anderen, zu dem. Wir können ja leider nicht ins DLC schnell reisen. Ich verstehe nicht, warum. Ist ja keins der Lagerfeuer da, ist schnellreisefähig. Nein, nicht Arnor Londo. So, wir rasten hier schon mal. Covenant of Artorias brauchen wir hier nicht.
Wir brauchen euch auf jeden Fall diesen Rusted Iron Ring. Warte, Knights of Gwyn. Wir haben ja jetzt Artorias besiegt. Aber das zählt wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich erst Sif gerettet haben und dann haben wir wahrscheinlich das Crest of Artorias. Und dürfen da die eine Tür öffnen. Nur die Knights of Gwyn. Mehr dürfen wir nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, wir können Sif retten, ohne dass wir zum Manus müssen. Dann haben wir auf die langsam der Charakter und die Bosse sich bewegen. Ja gut, Sekiro ist schneller. Ich glaube, Dark Souls 3 und Elden Ring sind auch insgesamt schneller. Und Dark Souls 2 war ja eher nochmal, dass man langsamer und methodischer war. Jemand drin, was zu flippen. Was zu flippen. Kann man jemanden Hydrieren einlösen? Sehr gut. Danke, Creative. Ich mach das direkt, während die Cutscene hier läuft. So, hat eigentlich die Elizabeth jetzt mir noch was zu sagen? Jetzt, wo ich Artorias erledigt habe? Oh. Ihr seid ja... Ach ja. Die Katzis sind ja jetzt auch noch da. Mal ganz kurz. Ich habe noch was vergessen. So, den und den. So, will ich mich da durchkämpfen? Ich meine, die sind ja, glaube ich, alleine jeweils nicht so stark wie der eigentliche Sanctuary Guardian.
Wir müssen uns jedes Mal an denen vorbeischleusen. Tschüss, Katzis. Habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. So. Repair Powder. Ja, aber das ist nichts Sinnvolles. Die komplette Eigenakte ist halt als Meme betrachtet. Ja, Creative, also, du hast es echt geschafft. Das ist nicht leicht. Ich habe heute echt überlegt, aus dem einen Foto, was ich vorhin erwähnt habe, und dem von der LAN, ob ich daraus dieses sehr the same picture Meme machen soll. Ja, die Box aus Metal Gear, das hätte schon was, ja. So. Wurde hier rechts der Teil geändert? Weil da ging es ja normalerweise zum PvP-Modus. Genau, das ist nicht available. So, und ich glaube, zum Riesen können wir noch nicht. Genau, ist verschlossen. Wäre natürlich lustig, wenn die Ember da drin wäre. Aber ich glaube, dann müssen wir Manus vorher besiegen. Okay, ich dachte, hier geht's runter. Also es ging hier runter, aber ich dachte, hier wäre eine Treppe. Ja, scheiß mal auf die 1200 Seelen, ganz ehrlich. Das ist wie die Leute, die extra ein Konzertticket für die Vorband buchen. Hey, immerhin 400 Seelen pro Gegner. Ich weiß, wie die NPC-Welt irgendwann enden wird. Ich tippe immer noch auf Void-Schaden. Weil ich irgendwas im End baue und mich nicht mega schlau anstelle dabei. Okay, er springt. Ja, genau, springt einfach alle in den Abgrund. Habe ich kein Problem mit. Frage.
Okay, ja, es funktioniert mit allen von denen. Also es funktioniert nicht nur mit Manus. Hier ist irgendwas. Auch keine Wand, ne? Nee. Meine Minecraft-Welt. Ich sag mal so, ich bin ja schon einmal von der AFK-Plattform runtergelaufen, ohne dass ich meinen Elytra anhatte. Ich meine, ich hätte auch ohne die Beacon überlebt, aber ich hatte ja auch die Beacon vor Ort, deswegen war ich ja, glaube ich, am Ende irgendwie auf 5,5 Herzen oder so. Und ich hatte sogar noch im Fall meine Brustplatte ausgezogen, weil ich gehofft hatte, den Elytra noch anziehen zu können. Also dadurch hätte ich sogar wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen Schaden abgefedert. Let there be light. What? Ja, den hätte ich jetzt nicht ignorieren dürfen, aber... So, pass auf. Wir gehen einmal hier hoch, oder? Hier sind wir runter und dann gehen wir wieder rauf. Und dann hoffen wir, dass die Gegner einfach in den Abgrund marschieren. Ich meine, er kapiert ja noch nicht mal, dass da ein Geländer ist. Wie bei Cäsar, was? Ja, bei mir heißt es aber dann eher too creative. Können mal den Ring of Evil einnehmen. Hätte ich eigentlich schon längst machen können. Sieht aus wie ein Stück von einem Baumstamm. Ja gut, ich meine, wir sind ja auch in der Vergangenheit, wo das hier noch alles okay war. Naja, oder wo es gerade dabei war zu zerfallen. Ah.
So. Mit dem Licht. Nö. Okay, das tut es auch nicht. Bin mal gespannt, was wir da tun sollen. Beste Waffe aus dem neuen Zelda-Teil. Was? Wow, stopp. Was haben wir hier? Okay, du bist keine Mimik. Titanite Chunks. Aber was soll ich damit? Titanite Slap. Habe ich auch schon, aber ich habe die Very Large Ember nicht. Ich frage mich gerade, ob dieser Teil mit Let There Be Light, ob das auch schon im Original war. Okay, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Humanity. Welche Pfeile, aber auch nicht viele. Das ist jetzt nicht meine Vorstellung von epischem Loot. Komm her. Zelda gehen alle Waffen gefühlt nach 3 Stellen kaputt. Ja, das war ja so ein Ding, was schon viele in Breath of the Wild schlimm fanden. Bin halt Öko. Nö. Ich doch nicht. Dark Souls Vegan Challenge. Ist Estus vegan? Ist Menschlichkeit vegan? Ach Leute. Natürlich ist da auch eine Killplane. Also, das war jetzt nicht so tief. Atmet CO2 aus, der kann doch kein Öko sein. Ach, Creative. Weiß ich nicht, muss bei Edeka an der Fleischtheke fragen. Jetzt muss ich daran denken, wie Leute bei Waffengeschäften in den USA angerufen haben mit der Stimme von Commander Shepard und gefragt haben, ob die Thermalclips führen. Humanity. Aber leider soft.
Report to the ship as soon as possible. Ja. Das hat der Sprecher ja sogar dann mal eingesprochen. Aber ja, Gamerpoop, das war ein absoluter Treasure. Mit Jarl Ballin. Das war aber auch eine Zeit, da war Machine immer noch eine Sache, die existiert hat. Bevor die ganzen Machine immer Creators gemerkt haben, dass diese MCN-Geschichte total der Scam ist. Oh, shit. Okay, wir müssen wirklich, den müssen wir loswerden. Sagen wir nicht noch anfangen, ob das Shepard Leaving Ship auf der Citadel ist. Oh, das war auch so schlimm. Man verstehe ich nicht, wieso BioWare nicht gesagt hat, das kannst du nur einmal machen. Oder zumindest, dass die Shopkeeper da ein bisschen drauf reagieren und denken, das hast du jetzt aber schon bei drei anderen Geschäften gemacht. Wie blöd hältst du mich? Hätten wir mal alle bei Mediakraft. Oh, Mediakraft, das war auch so eine Sache. Das war auch so weird. Ich habe sogar noch dieses YouTube-Ratgeberbuch von Christoph Krachten irgendwo im Regal. Wie ist die Lasagne? Was? Bei uns gab es die Tage tatsächlich sogar vegetarische Lasagne. Lage. Ich habe Lasagne gelesen. Ich muss gerade über den Abgrund auf Wii vorhin. Ja, wenn es wie in Dark Souls schlimm und einen Löffel Leberbrand zu sich nehmen. Das hat Hand of Blood im Grunde genommen schon gemacht. Mit seinem Dark Souls 2 mit Glücksrad, da hatte er ja zeitweise dann das, immer wenn er Estus trinkt, dass er dann irgend so ein Gemisch trinken muss, was dann halt sein Team zusammengestellt hat. Ich fand das aber irgendwann, ehrlich gesagt, mehr störend. Ich meine, ich war auch ganz froh, als er das dann aufgehört hat. Weil dann nach jedem Estus oder nach jedem Tod erstmal das Rad drehen und ich habe mir so, spiel doch, du willst weiterspielen. Weißt du, wenn du Hände und S4 nass machst, wann? Gar nicht. Hände hat null Grund, mit mir... Shit. Mit mir irgendwas machen zu wollen. Jetzt habe ich die Orientierung verloren und bin hier reingerollt. Schau mal, das Dark Souls mit dem Glücksrad, das habe ich mir angeguckt. Wobei den vom ersten auch nicht komplett. Aber ich stelle mich hier gerade so scheiße an. Aber wir kriegen ein paar Titanitsplitter. Das sage ich nicht nein. Bin mir sicher, dass der Hände zu einer. Was lässt dich das vermuten?
meine, Henno war ja sogar vor einiger Zeit auf dem Set das United Discord für mehrere Tage und hat Spiele mitgespielt. Also hätte sehen müssen, was in den Voice-Chats dann los war. Da waren dann natürlich entsprechend 30 Leute gleichzeitig. Statt der üblichen so 8 bis 10, je nachdem, wie groß das Match ist. Der pinke Chat. Leute, kreativ ist das aber auch nicht, was er da macht. Der ist auch gerade fast in den Abgrund gelaufen. Gehen hier rum. Blocken. So, pass auf. Hier. So, was auch immer die da wollte. Sorry, Carving. Warte, das Ding müssen wir gleich mal ausprobieren. Carvings sind auch so ein Ding, die benutze ich eigentlich nie. Moment. Wo waren die? I'm sorry. Mich echt interessieren, wenn im S4-Match gewinnen würde, entweder Spinny oder doch Henno. Ich gehe doch stark davon aus, dass ich gewinnen würde, trotz allem, weil Henno einfach überhaupt nicht drin ist. Tipp das und dann zu Henno schicken. Was soll der dazu sagen? Also ich glaube, der wird sich auch denken, dass wahrscheinlich einer, der Siedler-Videos hauptsächlich macht, das wahrscheinlich auch kann. Ob das stimmt, ist jetzt mal was anderes. Moment, von hier kam ich. Wobei ich durchaus glaube, dass wenn Henno die Zeit und die Lust hätte, wobei es bei ihm wahrscheinlich auch vor allem an der Zeit scheitert, ich glaube, er könnte durchaus ein sehr kompetenter Spieler sein, auch competitive-mäßig. Ich finde, man sieht ja auch mit Dark Souls, also der hat sich da gerade, ich fand gerade in Dark Souls 2, gut, Dark Souls 2 ist auch zum Teil einfacher, aber er hat sich da ja auch, finde ich, teilweise schon recht schnell reingefuchst. So, aber wo bin ich denn vorhin langgelaufen, dass ich auf die eine Stelle da kam? Hä? Bin ich jetzt total dämlich? Er hat auch ein S3... Ja, er hat gegen die Pietz gespielt zu dritt, aber sorry, die drei wussten auch nicht, was sie gemacht haben. Die haben, glaube ich, zum ersten Mal gefühlt das gespielt. Ist klar, dass er die rasiert.
Also das war bei aller Liebe, das war keine Raketenwissenschaft. Oh, natürlich bin ich jetzt vergiftet. Kann ich poison? Toxic ist das, wofür ich das Blühende brauche, ne? Wow. So, jetzt. Ist das auch vegan? Also beim Moos hoffe ich, dass es vegan ist. Aber die Bäume waren vorher sehr lebendig. Ist das euer Scheiß Ernst? Ja, einmal eine Runde hat er Randoms gespielt, als das mit dem Community Patch damals angefangen hat. Sind Bäume sonst nicht sehr lebendig. Also normalerweise versuchen sie dich nicht mit ihren Ranken zu erwürgen. Also zumindest nicht die Bäume, die ich kenne. So, aber so langsam fängt dieses Gebiet an, mich zu nerven. Moment, er muss vom Schild abprallen und dann ist er lang genug gestunt, dass ich den Angriff machen kann. Will sich hier jemand im Chat freiwillig als Blumentopf melden? Probier's mal in der Kategorie Lebendmöbel. Wobei Blumentopf, weiß ich nicht, ob das, ob du dafür jemanden findest. Kategorie Lebendmöbel ist das safe for work. Ich glaube nur sehr bedingt. Double Kill. Nice. Und auch noch direkt Double Loot. So, ich bin besser dran, einfach zu blocken. Seltsamer Gaddon, eine Couch gemacht aus Menschenhaut. Ist auch in Rimworld möglich. Stimmt, Rimworld ist ja irgendwie auch einfach nur crazy, was das angeht. Auch so ein Spiel, was ich irgendwann mal spielen muss. So, da oben. Normalerweise ist ja in dieser einen Mimik das Silver Pendant. Oder? Normalerweise kriegt man das ja nicht vor dem DLC schon. Wenn da natürlich normalerweise das eine Ding ist. Bloated Head. Was war das denn? Heroes! Nice! Endlich mal jemand, der nicht mit pinken
mit pinkem Namen kommt. Ist mal ein bisschen einfacher zu lesen so. Grimworld gibt es jetzt eine Corporation Mod. Wow. Oh, das war so klar, dass das keine gute Idee war. Aber so einen Koop-Modus gibt es ja jetzt auch in Stellaris, wobei ich da noch nicht so ganz verstehe, wie der funktionieren soll. Können wir uns mal darüber reden, dass ich seit einer Stunde dran bin und noch keinen Fortschritt erzielt habe? Die armen Wot-Leute. Na gut, die Wots guckt eh kein Mensch, aber trotzdem. Okay, da ist jetzt... Der ist einfach jetzt da runtergelaufen. Ja, das ist bei Dark Souls normal. Nee, eigentlich nicht. Vor allem nicht, da ich auch nicht komplett blind hier bin. Also für die Mod ja, aber das Originalspiel habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal durch. Die Wots guckt eh kein Mensch. Für Siedler die Wots werden geguckt, aber... Dark Souls? Nope. Gar nicht. Es ist illegal, wenn ich was anderes als Siedler hochlade. Langsam sammle ich auch ziemlich viel Soft Humanity. Also wenn ich jetzt damit mal zu einem Bonfire schaffen könnte, würde ich das sogar mal kindeln. Natürlich. Versuche ich einmal im Vorfeld. Das ist auch wieder nicht recht. Gotteslästerung oder in dem Kontext Beamtenbeleidigung. Wow. Boom. So, du versuchst mich hier zu überraschen. So, wir pullen die einmal hier. Okay, schade. Ich dachte, wir können. Oh, Dark Fog. Ich dachte, wir können uns da runterfallen lassen. Wobei, können wir ja auch. Ha! Zwei Kills.
So, das ist egal, das war ein guter Trade. So, einmal. So, einmal abprallen lassen, bitte. So, die Kisten sind leer. Da liegen einfach mal 8000 Seelen rum. Genau, kommt am besten alle einzeln. Wow. Muss einfach sowas wie eine Paywall für die SVG-Mods machen, aber statt zu bezahlen, muss man für jeden SVG-Mod mindestens einen anderen gesehen haben. Uff. Das hat ja Extra Life Level an Manipulation. Okay, was ist hier? Twinkling Titanite. Kann man die dann nicht die Watts nachts durchlaufen lassen? Ja gut, für die Watchtime ist das geil. Fire Surge, Soul of a Pyromancer. Okay, das ist der. Hier muss doch irgendwo der Aufzug sein, dass wir den Shortcut haben. Also ich finde, so langsam ist es mal Zeit dafür. Wo ist denn da eine Gegner hin? Da. Ja, geil. Ulaseel Ember. Das ist aber nicht die Very Large Ember, oder? Ja, das ist für magische Waffen. Die bringt uns nichts. To be honest, es ist auch, wäre auch ein bisschen komisch, wenn die Very Large Ember hier in dem Gebiet wäre. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, der einzige Ort, wo ich noch das Gefühl habe, dass es sein könnte. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach einem der Lords ist. Thief wäre, also vor Thief wäre natürlich auch noch irgendwie sinnvoll, wegen dem Archiv und so. Okay, war das jetzt richtig? Also, es war keine Mimik.
Alles klar, Creative hat 4D-Schach durchgespielt. So, aber jetzt mal ehrlich. Wie kommen wir darüber? Was für komische Sprünge sollen wir hier machen? Hier ist auch keine Hidden Wall. Wie kommen wir an die Chest? Red Alert Vibes mit dem Soviet March. Ja, das Lied ist schon cool. Ich will die Kiste jetzt nicht stehen lassen, nur für den Fall, dass sich rausstellt, dass da die Amber drin ist. Aber ich sehe nicht, wie wir den Sprung schaffen sollen. Aber das kann doch nicht sein, dass wir den Sprung darüber schaffen und dann trotzdem nicht an die Kiste rankommen. Mann, wieso schaffe ich das nicht? Wieso ist mein Timing so komisch? Dark Souls ist kein Jump'n'Run. Wieso müssen die manchmal da so komische Sprünge einbauen? Wäre es Bethesda, würde ich ja sagen, it just works. Oh, hör mir auf, ich muss Skyrim vielleicht wirklich deinstallieren, damit mich das Spiel in Ruhe lässt. Schon mal gegen ein Kind Schach gespielt und unbeabsichtigt verloren. Ich meine, ich hatte ein Schachprojekt auf einer Förderschule. Die waren teilweise sogar ziemlich gut. Vor allem dann war ich auf dem Sommerfest von der Schule und hatte einen der Jungs wieder getroffen. Und der hat dann auch gegen mich gespielt und der hat da richtige Psychospielchen angefangen. Also er hat dann seine Dame so generell, ich glaube, er hat einfach so ein paar Moves gemacht, wo er scheinbar auch wirklich drauf spekuliert hat, dass ich nicht sehe, was er vorhat. Und dann hat er seine Dame so komisch aufgestellt, dass die halt komplett frei war. Dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, so, hat er jetzt nicht aufgepasst? Oder hat er mir jetzt eine Falle gestellt und ich sehe es nur nicht? Okay, ich glaube, da komme ich noch nicht dran. Und dann habe ich mit, habe ich gewagt, habe die Dame genommen und er meint nur so, man muss auch Opfer bringen. Ah, hier ist der Aufzug, ne? Ah, wie man dann den einen, wie man an die eine Kiste rankommt, habe ich jetzt noch nicht kapiert. Das ist ja scheinbar sehr interessante Leute. Ach, die Kids waren großartig. Dieses Praktikum war mit Abstand wahrscheinlich meine beste Erzieher-Erfahrung.
So, pass auf. Na, wir brauchen noch eine Humanity. Oh, bei Hangman konnte man auch lustige Sachen machen. Wir haben es dann im ersten Ausbildungsjahr auch einmal gespielt. Und irgendwie war das Wort endoplasmatisches Retikulum zu einem Meme geworden. Das habe ich dann im nächsten Durchgang getoppt mit embryofetales Alkoholsyndrom. Da bin ich letztens sogar noch über ein Foto gestolpert, wo ich vor der Tafel stehe. Man sieht leider nicht die komplette Tafel, nicht wie lang das Wort ist, aber da meinte ich nämlich noch zu meinen Eltern so, ich weiß sogar noch, was das Wort war. So, wir können einmal leveln. Ich glaube, Endurance hat jetzt sein Softcap erreicht, ne? Wir können auf Stärke gehen, aber ich glaube, wir gehen eher noch... Oder gehen wir auf Vitalität? Ne, wir gehen auf Stärke. Unser Problem ist Schaden. Wir wollen ja auch noch vielleicht irgendwann auf Smoke's Hammer gehen, weil dann brauchen wir auch die Large Ember, die Very Large Ember nicht mehr. Dann können wir komplett ausrasten. Endoplasmatisches Retikulum habe ich auch mal irgendwas als Meme gehabt. Da fand ich raus, dass das wirklich existiert. Ja. Ich glaube, das Ding war, es ist irgendwie durch unsere Klassen-WhatsApp-Gruppe so ein Foto von Beyoncé gegeistert, wo sie so ein Kleid anhatte. Wo dann irgendwie halt die Bildschrift war, so sieht aus wie ein endoplasmatisches Retikulum mit Ribosomen dran. Und danach nahm es seinen Lauf. Ein Golgi-Apparat, das kann sein. Ich bin leider überhaupt nicht mehr drin in der Thematik. Willst du jetzt 5D-Schach im Stream gegen mich spielen? Nein. Ich spiele schon Dark Souls. Okay, ich habe das Gefühl, die Encounter hier hat er dafür aber ein bisschen entschärft, weil das war ja vorher richtig schlimm. Besser so für alle Beteiligten, echt jetzt. Aber um die Frage zu beantworten, habe ich schon mal ein Kind verloren im Schach? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber ich habe schon ein paar Kinder erlebt, die erstaunlich gut waren. Also du kannst selbst Kindergartenkindern das halbwegs brauchbar beibringen. Nö, nicht nur aus zwei Gegnern. Also in dem Gartengebiet waren es auch ein paar andere. Was denn? Ah, ekelhaft. Kann ich nicht lesen. Mach ich auch nicht. Keine Autisten seid und im Schach gegen einen Autisten geht, hatte einfach keinen Bock mehr gegen euch weiterzuspielen. Hab mir im Kindergarten auch mal so einen Schachlehrer gestellt gehabt. What? Elitenförderung im Kindergarten?
So, was droppst du jetzt? Okay. War schon damals auffällig. Firekeeper's Soul. Oh, jetzt haben wir aber ein Problem. Weil jetzt habe ich zwei Firekeeper's Souls und ich weiß nicht, welche von denen welche ist. Die haben auch beide die gleiche Beschreibung. Aber Estus plus 4 will man ja auch nicht aufgeben. Schon mal vielleicht schon so gehabt im Schach. Irgendwann ist Luft raus und ich habe keinen Bock mehr. Wenn was ich nicht mache und was man auch nicht machen sollte, ist ein Kind absichtlich gewinnen zu lassen. Also ich ziehe nicht alle Register, wenn ich gegen ein Kind irgendwas spiele, aber Kinder sind nicht doof, die merken, wenn du sie gewinnen lässt. Und dann verlieren sie auch die Lust. So, wir können das hier schon mal gerade kindeln. Ganz ehrlich, komm. Wir sind jetzt an der Quelle. Wir machen das richtig. Fuck, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht 8 Humanity nutzen. Egal, die Humanity kriegen wir jetzt eh nachgespart. Die Frage ist nur, ist es Soft oder Hard Humanity? Mensch, Creative, da sieht man wieder, ich habe ein Talent dafür, interessante Leute anzuziehen. Sag jetzt bitte nicht, dass die ganzen Viecher weg sind. Und ich gerade deshalb meine ganze Hard Humanity verschwendet habe. Sag jetzt nicht, man muss Manus besiegt haben, damit hier die Humanities kommen. Wahrscheinlich, oder? Das ist dann die Belohnung dafür. Darkbeat. Darkbeat ist noch am gleichen Ort. Die overpowerte Sorcery im Spiel ist immer noch da, wo sie immer ist. Das macht mich dezent misstrauisch. Aber das fuckt mich gerade ab, dass die Humanities nicht hier sind. Das hätte ich mir eigentlich denken müssen. Okay, die Humanities sind noch hier. Oh, God bless. Leute, so klingt wahres Glück im Leben. Ich habe das Gefühl, er hat die ein bisschen hart gebufft, oder? Egal, wir wissen jetzt, dass die Humanities hier sind. So, pass auf. Den Ring tauschen wir kurz aus.
Okay, die gehen nicht hinterher. Eine S4-Schachmap. Das wäre auch irgendwie lustig. Ja, natürlich. Der da steht natürlich auf einer Anhöhe. Achso, das ist hier die Geschichte. Aber die droppen nichts. Warum droppen die nichts? Okay. Haben die jetzt eine physische Form oder nicht? Okay, das habe ich falsch geantwortet, aber es ist okay. Humanity für 10.000 Seelen. Das ist nicht sein Scheißernst. Ich werde keine S4-Schach-Map machen. Ich müsste Real Talk Schach in S4 programmieren. Dann kann ich mich auch gleich umbringen. Okay, das war jetzt gerade Zero Damage. So, irgendwo hier war eine Hidden Wall, genau. Leute, ich habe den Schlangenring. Wie kann das sein, dass der so, dass das so wenig... Dass hier so wenig Humanity droppt dadurch? Twin Humanities. Also es funktioniert. Ich kann hier theoretisch Humanity grinden. Wenn auch nichts anderes. Wolfring. Warte, ist... Ist das der Ort, wo normalerweise Sif wäre, oder ist das an einem anderen? Weil es gab hier, glaube ich, irgendwie zwei versteckte Wände. Ich glaube, die zu Sif gefühlt hat, war irgendwie, habe ich vorhin sogar noch markiert, weil da saß die Katze davor. War auf Silence, ja. What? Natürlich. Das war Darkbeat, oder? Schwarz beginnt, weiß kriegt eine Manacopter. Ah, ich habe nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel zeitnah beenden werden. Nicht mit unserem aktuellen Tempo.
Aber als ob der... Sag jetzt bitte nicht, dass er die Drop Rates wirklich genervt hat, was Humanity angeht. Weißt du, das wäre sogar fast gutes Spieldesign gewesen, wenn er gesagt hätte, hier ist dann der Punkt erreicht, wo du dauerhaft menschlich sein kannst, wenn du willst. Und dann auch mal die ganzen NPC-Invader, die er gemacht hat, auch siehst und triffst. Wait. Wir abusen jetzt mal gerade den Quit-Out hier. Ach, aber ich habe immer einen Kopter und fliege einfach zum gegnerischen König. Hey, das wäre eigentlich voll nice für Anarchie-Schach. Okay, hä? Wieso funktioniert mein Light Attack nicht? Wieso funktioniert... Hä? Wieso muss ich gedrückt halten? Also... Warte, habe ich jetzt irgendwie durch den Quit-Out was kaputt gemacht? Oder ist mein Controller jetzt... Ich meine, gut, der hat jetzt auch schon seine Jahre auf dem Buckel. Okay, geht. Ja, tot in Dark Souls, eine Schwefelmine. Nope. Irgendwie nicht. Selbst mit 300 Item Discovery droppen die gefühlt nichts. So, wo ist... Da. Ich müsste es eigentlich mal in die Dings aufnehmen, in die Hotbar. So, hier sind die ganzen kleinen Humanities. Die haben vielleicht immer noch eine höhere Drop-Chance. Da ist auf jeden Fall schon mal was gedroppt. Jetzt ist auch wieder Hard Humanity in der Hotbar. Okay, ich habe das Gefühl, hier ist die Droprate gerade besser. Wäre natürlich interessant, wenn irgendwie die Droprate höher wäre, sobald Manus besiegt ist. Ich würde ja interessieren, ob wir einen Fast-Travel-Punkt jetzt hier haben. Weil Abyss wäre, finde ich, eigentlich der Punkt, wenn der so einen Punkt haben sollte. Schon einen Chinchin das gefüttert? Nee, die kriegen nach dem Stream ihr Futter.
So, ich würde sagen, wir können eigentlich den Weg zu Manus mitnutzen, um Humanity zu farmen. Wow, stopp! Boah, das war jetzt aber gerade sehr kacke. Riven Rune. Was? Und noch eine Seele. Aber was macht die? Was macht diese Rune? Was soll die tun? Also, wir haben jetzt schon ein paar von diesen Runen gefunden, aber was machen wir damit? Runic Weapons. Ja, aber ich verstehe es nicht. Aber Sif ist auch nicht hier. Zumindest habe ich nicht das Gefühl. Magic Hollow Shield. Der sagt mir gerade gar nichts. Ach so, okay. Das ist einfach nur ein Hollow Shield, der halt mit Magie gebufft ist. Es ist nicht nett von Manus, dass er uns extra nochmal die Chance gibt, aufzustehen. Yikes. Aber das Fiese ist, dass ich ja das Pendant zwar habe, um seine Angriffe zu blocken, aber ich bin es halt überhaupt nicht gewohnt, da drauf zu switchen. Dann müssen wir mal vernünftig mit der Keule zuschlagen. Ja, die ist ja auch noch ziemlich langsam, das ist das Problem. Und dann mache ich halt auch gefühlt null Damage. Also ich glaube nicht, dass er Manus runter geregelt hat für eine plus 10 Waffe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gab es da unten nicht zwei versteckte Wände? Und bei einer ist Sif? Also so ist es normalerweise. Sollte vielleicht auch, wenn wir zu Manus gehen, die entsprechenden Ringe ausrüsten. Mal zumindest denen, das Estus mehr bringt. Und wir können auch unser Estus so noch upgraden. Wie gesagt, ich rechne sowieso damit, dass das eine Bonfire, was wir letztens gefunden haben, dass das ein Troll ist. Humanity. Genau, das hatten wir vorhin gefunden.
Aber ganz ehrlich, wenn Sif nicht hier ist, wo ist er dann? Weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wenn wir hier Sif retten, dass wir dann gegen ihn kämpfen dürfen, wenn wir wieder in Darkroot Garden gehen. Das war mein Guess, wie das funktioniert. Ich frage mich aber auch, wozu das nötig sein soll, ob das überhaupt noch jetzt ein optionaler Kampf ist, weil ja, wir haben den Covenant of Artorias ja direkt von ihm bekommen. Statt wie sonst von Sif. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er Sif einfach nur deshalb zu einem Optional-Kampf gemacht hat. Einfach, damit man nicht den armen Hundewelpen töten muss. Weißes Titanit? Keine Ahnung, was ich damit soll. Na gut, ein bisschen Geduld kriegt man hier schon, Humanity. Also so viel hatten wir noch nie. Okay, es ist auch egal, ob wir die Großen oder die Kleinen töten. Oh, da sind viele Kleine auf einmal. Kriegen wir einen Multikill hin? Jawohl. Was waren das gerade? 4, 5 Kills? Willkommen zu einer neuen Folge Crimes Against Humanity. Selbst dran gestorben an der Menschlichkeit. Ja, das ist halt echt fies. Also das mit einer No-Hit-Challenge stelle ich mir auch fies vor. Super, hier kriege ich nochmal so ein Teil, was vorhin schon so gedroppt wurde. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Hallo? Okay, da unten. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben immerhin schon wieder 8.
geht das Ganze mit der Menschlichkeit flöten, wenn du stirbst. Wenn ich Soft Humanity habe, ja. Also wenn ich die benutzt habe. Und aber die Items nicht. Das ist genauso wie mit den Seelen. Also die unten rechts in der Ecke, die verliere ich, wenn ich sie nicht wieder einsammle. Aber die Seelen, die ich jetzt hier in Itemform habe, die sind safe. Ich überlege gerade, ob Sif vielleicht genau wie Dusk bei Manus rumhängt. Wir beide am Ende befreien. Ja klar, ist okay. Okay. Er mag es nicht, wenn man ihn an der Hand trifft. Das Problem ist halt eher, dass seine Angriffe auch sowohl schnell als auch sehr stark sind. Und dementsprechend hat auch meine Ausdauer, wenn ich blocke, sehr schnell komplett rippen. Ja, klar. Ich habe natürlich auch die Ringe wieder nicht gewechselt. Ich bin auch viel zu schwerfällig mit meinem Gear. Ja, wie präzise soll ich eigentlich noch ausweichen? So, pass auf. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir immer ein Humanity zurückkriegen.
Aber ansonsten sehe ich mich langsam dezent gezwungen zu Level-Grinden. Ich meine, wir können noch, auf jeden Fall Duke's Archives könnte man erforschen. Zumindest mal bis zum Boss hin. Ey, wie soll man diese Crystal Lizard bitte erwischen? Hier unten schon? Ja, oder? So. Hat sich also schon mal selber finanziert. Jetzt halten sie sich aber wieder zurück mit der Humanity. So, wir nehmen den. Poison Bleeding Cold Tear Stone Ring. Wird wahrscheinlich nicht mega viel bringen. Boosts Poise, das könnte... Ich weiß nicht, wie viel der boostet, aber man kann es mal probieren. Was macht er für Verrenkung mit seinem Arm? Ja, ist okay. Er springt aber auch so hoch, ich sehe nicht, wann er wieder runterkommt. Das liebe ich ja, Bosse. Ja, danke.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Boss schon machen sollen. Not gonna lie. Ich habe auch so meine Zweifel, dass wir hier hinwarpen dürfen. Fragt sich, wie machen wir dann weiter? Ich meine, wir haben zumindest den Weg schon mal freigeschaltet. Das ist das schade, denke ich schon mal nicht. Wir können noch die beiden Feuerhüterseelen verbraten. Aber ich finde, am Estus scheitert es auch nicht. Also ich finde, er tötet uns halt, wenn wir Pech haben, so, ohne dass wir die Chance haben, Estus zu benutzen. Und wir machen halt einfach zu wenig Damage. Ich habe das Gefühl, ich werde schreien, wenn sich jetzt rausstellt, dass ich an der Very Large Ember die ganze Zeit vorbeigelaufen bin und dass sie in einem Gebiet war, wo wir es schon längst hätten haben können. Wir holen auch gerade Humanity. Einfach, damit wir nämlich von jetzt an einfach jedes Bonfire kindeln können und uns das komplett egal sein kann. Aber ich weiß auch noch nicht, wo wir den Schlüssel für den Riesen finden sollen. Damit wir zu Calamite können. Warte, da war noch die eine Kiste. Wir können versuchen, die noch zu kriegen. Schon mal ChatGPT für irgendwas benutzt. Ich habe tatsächlich die Tage mal ein paar Fragen testweise gestellt. ChatGPT ist der Meinung, dass mein Kanal primär über Sonic-Videos bekannt geworden ist. Meine neue Ideologie zu erschaffen. S4. Aber die Standardfarbe in S4 ist doch rot. Humanity. Twin Humanities. Humanity. Ja, sehr gut. So muss das. Wir können natürlich auch den Lost Isolith Shortcut freischalten. Aber nichts davon ändert etwas daran, dass... dass uns der Damage fehlt. Ich meine, Bed of Chaos, da ist unser Schaden bedeutungslos. Das könnte man probieren. Das könnte in der Hinsicht, abgesehen davon, dass es halt Bed of Chaos ist, wahrscheinlich noch der leichteste von den vier Lordseelen sein. Warp. Firelink Shrine. Komm, ja, wir machen das jetzt. Estus plus 4. Ich nehme mal an, wir dürfen nicht. Wir dürfen wahrscheinlich anscheinend zu keinem DLC Bonfire warpen, oder? Nö. Doch, Chasm Cell. Also da dürfen wir hin. Wurde aber auch Zeit. So, pass auf. Ich will zumindest diese eine Chest haben. So, pass auf, wir hatten doch vorhin hier den einen Shortcut.
So, wir checken nochmal hier alles. In der Hoffnung, dass hier irgendwo eine Secret Wall ist. Ich würde mal behaupten, hier haben wir alles und Sif ist nicht hier. ChatGPT denkt vielleicht falsch über dich, aber ich kenne eine Person, die seit 20 bis 30 Jahren versucht, erfolgreich mit Schlager zu werden. Und diese Person kennt ChatGPT gar nicht. What? Hä? Was für Schlager? Target jetzt mal richtig. Dankeschön. Large Titanite Shard. Ja, das könnte man vielleicht mal nutzen, wenn man vorhat, die Rüstung auf plus 10 zu pushen. Was soll man das gerade für ein Geräusch, wa? Komm. Person hat es nach 30 Jahren nicht mal weit genug gebracht, um von ChatGPT erkannt zu werden. Du zählst nicht zufällig Last War Style als Schlagermusik, oder? What, der Blast musste, Alter, 30 Jahre versucht, erfolgreich zu werden. Hey, du hast gesagt 20 bis 30 Jahre. Ich bin 26.
Okay, keine Wand. Gar nichts. Ja, die Keule bleibt auch gerne mal an irgendwelchen Wänden hängen. So. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll man da rüberkommen? Sieht aus, als wäre da irgendwo noch ein Durchgang. Ich glaube, wir müssen von außen, oder? Okay, du hast nichts gedroppt. Aber von hier aus komme ich auch nicht dran. Ja, die Wände haben wir vorhin auch schon abgekloppt. Man versucht, den schrägen Balken hochzukommen. Warte. Da oben ist die Kiste. Aber wir sind leider nicht in Elden Ring. Sonst würde das, glaube ich, sogar gehen. Das Ding ist, man sieht von dem Kamerawinkel halt auch nicht viel, finde ich. Also wenn ich wenigstens sehen könnte, von wo aus. Also das da oben, finde ich, impliziert, dass man von da aus irgendwie kommen soll. Aber hier ist auch nichts an geheimen Wänden. Also, das will ich jetzt wissen. Ulas Seal. Attic. Warte, das ist das, wo du Cast Light machen musst? Warte, wie viel Int braucht Cast Light? Braucht 14 Int. Das ist ja schon mal keine Option. Also da, wenn nicht die Schädellaterne funktioniert, dann... Ja, okay, ich weiß jetzt, wie ich hin muss, aber... Wenn die Schädellaterne nicht funktioniert, dann kann da ja auch kein wichtiges Item drin sein. Weil das Spiel kann ja nicht von dir erwarten, dass du Int skillst, nur um ein Item zu bekommen, was vielleicht wichtig ist. Nein, Challenge für Spinny, jede geheime Wand auswendig lernen. Oh. Nee, bitte. Die geheimen Wände sind sowieso schon so eine Sache. Weil du sie eigentlich nur finden kannst, wenn du blind auf alles draufschlägst. Weil ein paar sind wenigstens noch irgendwie so platziert, dass es so aussieht, als könnte da was sein. Und vor allem hat ja auch Dark Souls noch irgendwie in jedem Spiel geändert, wie du sie aktivierst. Weil bei Dark Souls 2 musstest du ja A drücken und dann bei Dark Souls 3 musstest du wieder draufschlagen.
Aber ich würde Let There Be Light, also ich würde hoffen, dass alle Lichtquellen zählen. Also laut dem, was ich gerade gelesen habe, shit, zählt die Sunlight Maggot nicht. Aber zumindest die Schädellaterne würde ich hoffen, dass die zählt. Weil das wäre, finde ich, das Offensichtliche. Auch wenn hier Elizabeth ja auch Cast Light verkauft. Aber wie gesagt, dafür brauchst du 14 Int, sonst würde ich es halt sofort machen. Ich kann jetzt nicht 6 Level-Ups investieren. Nur für ein Item. Na komm, schlag drauf. Ich sollte gleich auch die Schädellaterne schon mal vorsorglich ausrüsten. So, pass auf. Anstelle der Pyromancy Flame, die wir eh nicht benutzen im Moment. Wobei wir das vielleicht tun sollen. Wobei, nee, können. Bringt ja nichts, weil unsere Pyromancy, die wir haben, die ist ja nicht für einen Fernkampf. Ist ja nur glorifizierter Nahkampf. Also der Slot, den wir uns besorgt haben, bringt uns nur was, wenn wir irgendwann Power Within haben. Bruh. Darf ich mich bewegen? Okay, hier hat aber jetzt der Balken keine Kollision gehabt, ne? Übrigens, die Gegner verlieren auch ihre Kollision sofort, wenn sie sterben. Anders als die Painting Guardians an dem einen Punkt, wo es wichtig wäre, dass sie ihre Kollision sofort verlieren. Okay, es zählt. Sehr gut. Aber das ist nicht... Das ist nicht die Stelle, die wir meinen. Humanity. Leute. Als ob. Dann ist es das aber gar nicht. Das ist es nicht.
Okay, das, ich find hier gerade Foreneinträge von vor 10 Jahren, wo die Leute. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Bildqualität? Oder liegt es am daran, dass das JavaScript? Okay, liegt am JavaScript, aber. Warte, ich soll nochmal. Nee. Weil es hieß irgendwie, dass der Raum im Original leer wäre, aber ist nicht so. Das ist eine Mimik. Warte, ich soll eine. La okay, also das mit der Lichtquelle geht offenbar auch bei dieser Chest. Bei einer der Wände. Ich meine, da an der Stelle war es ja extra markiert. Mit dem Text. Aber wie sollen denn Leute darauf kommen, das aus heiterem Himmel zu machen? Also manchmal, also wenn das stimmt, dann erwartet dieses Spiel manchmal dezent so ein bisschen Mondlogik von einem. Ja, vor allem, wie gesagt, ich glaube, es funktionieren ja auch nicht mal alle Lichtquellen. Also, wie gesagt, ich glaube, die Sunlight Maggot ist eine Ausnahme. Ich glaube, die funktioniert nicht. So, jetzt müssen wir den Bereich aber wieder klären, weil wir vorhin gestorben sind. Schlage in Real Life auch die ganze Zeit gegen welche Wände. Könnte ja ein Lottogewinn da drin sein. Stimmt! Wie dumm von mir. Ja klar, jetzt habe ich natürlich auch alle 4 gleichzeitig erwischt. Zweieinhalb Stunden auf der Uhr übrigens und wir haben noch immer nicht wirklich was erreicht. Menschheit ist noch nicht dazu bereit, diese höhere Logik zu begreifen. Genau. Fahrstuhl frei. Ja, okay, ja, wir haben den Weg zu Mainis frei, aber so richtig. Aber Fortschritt haben wir noch nicht erzielt. Wie oft kann man auf Twitch seinen Usernamen ändern? Boah, keine Ahnung. Wie viel Material habe ich jetzt eigentlich? Ladezeit 29. Yikes. Sollten wir vielleicht mal ausnutzen. Wow. Shit. Oh.
So, prall von mir ab. Und werde gepancaked. Can you show stats? So, hier soll jetzt was sein. Dein Scheiß Ernst? Wie soll man denn... Keine andere Illusory Wall im Spiel verhält sich so. Bis auf die eine, die extra markiert ist. Quest Key. Ja, ich wollte schon sagen, hier ist ein sehr, das ist auch noch ein sehr wichtiges Item hier. Warte, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warte, können wir leveln? Ja. Ein Schlüssel. Ja, ich weiß, was damit aufgeht. Crest Key müsste für den Giant Archer sein. Wir können ja mal versuchen, was passiert, wenn wir zu Calamite gehen. Aber er ist ja eigentlich dafür, also sonst ist er ja eigentlich dafür gedacht, dass man ihn auch nach Manus besiegt. Glaube ich. Also er gilt ja praktisch so als der letzte Boss. Kann ich manchmal fragen? Boah, keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Homeward Bones, das ist nicht übel. Sense Ember. Das ist sie. Er vertickt die. Er vertickt die für 30k. Frage, wie viele Titanite Chunks habe ich? 13. Okay, das reicht. Wir können die Waffe auf plus 15 bringen. Ja, so. Sicher die Waffe. Ich kann alles damit hochpacken, aber wir haben ein Strength-Build, also. Wenn die Überlegung wäre natürlich, ob wir irgendwann auf Smough's Hammer gehen. Dann bräuchte man nochmal eine plus 10 Waffe. Vom entsprechenden Typ, aber ich glaube, da gibt es einige, die die entsprechende Voraussetzung erfüllen. Also das ist eher nicht das Problem. So, wir reversen einmal das Hollowing. Dann gehen wir zu André. Hi Evil, willkommen zum Stream. So,
So, Reinforced Weapon. Wie viel Seelen will er haben für, dafür, dass der das macht? Ah, wir müssen erst, Great Club Plus 11. Dafür will er 800. Wir gehen von 256 Damage. Auf 313. So. Nee. 500, also das ist schon mal 120 Damage mehr. So. Probieren wir nochmal Manus damit. Ansonsten würde ich sagen, Four Kings. Oder die, hier, Lost Izalith. Doch die Leute mit Chinchilla-Videos. Ja, ich muss echt mal ein Chinchilla-Video machen. Allein schon, mit dem, was ich letztens auf Discord hochgeladen habe. So, wir gehen von der anderen Seite. So, die sind ja nämlich jetzt alle One-Taps. Deine Strategie führt zu Watchtimes unter 0 wahrscheinlich. Ja, also hatte ich doch recht, dass es, dass hier im DLC die letzte Ember versteckt ist. Es ergab auch irgendwie Sinn mit dem Riesen, aber es wäre nicht unbedingt der einzige Ort, wo ich es hingepackt hätte. Wie gesagt, der Schlüssel, der war ja mal wirklich arschig versteckt. So. Tiny Beings Ring. Und nehmen wir mal den.
Boah, keine Ahnung, welche Farbe mein Twitch-Name hat. Dafür müsste ich mal in den Chat schreiben. So, immerhin schon mal 50% mehr Damage. Also der Angriff darf einen wirklich nicht treffen. Aber ich glaube, das könnte machbar sein. Ich glaube, wir haben ihm jetzt schon mehr abgezogen als die ganzen letzten Male. Und Estus haben wir auch nicht viel verbraucht. Shit. Moment, wir müssen erst wieder hinwarpen. Das Problem ist, wir bekommen nicht viele Gelegenheiten, uns zu heilen. So, wir haben jetzt schon wieder mehr Humanity, als wir je besessen haben. Gute Nacht, Nachtphilamin. Danke fürs dabei sein. Ich glaube, den Punkt im WoT, wo ich die Ember finde, nenne ich einfach innerer Frieden und Glück. Ja, geil. Da will ich einmal einen auf schnell machen und dann geht's einfach nicht. Mensch, Creative, du hast ganz verpasst, dass wir die Ember gefunden haben. Pass auf, der eine Ring bringt mir sowieso nichts. Also kann ich auch gleich die erhöhten Drops nehmen. Wir würden die Zeit jetzt in Outer Wild Speedruns messen.
Aber Outer Wild Speedruns verändern sich doch wahrscheinlich noch in ihrer Geschwindigkeit. Das heißt, alte Zeitangaben verschieben sich auch. Also dagegen ist ja das ganze Imperial-System komplett übersichtlich. Ja klar. Natürlich. Darf ich noch aufstehen? Ganz ehrlich, scheiß auf Manus. Wir probieren Four Kings. Ich will eine Lordseele haben. Das Ding ist, Manus ist ja sowieso auch eigentlich, also ich vermute mal, den hat er gelassen, wie er ist. Soll ja auch eigentlich einer der schwersten Bosse sein, weil die DLC-Bosse ja normalerweise nochmal das Heftigste sind. Zeitinflation. So kann man die steigenden Lebensspannen von Menschen auch nennen. Ich habe jetzt gar nicht bei dem beim Bonfire gerastet. Das könnte gleich dezent nervig werden. Creative, bist du eigentlich durch mit Superhot? Zu widersetzen. Wie hast du denn Undertale dann geschafft? Und Omori war es doch, glaube ich, auch. Oder das Spiel, was anfängt, weird zu werden.
Undertale habe ich nicht den Genozid-Run gemacht. Ja, sollte man ja auch nicht. Trinken Chinchillas. Wasser? Allerdings trinken sie in der freien Wildbahn normalerweise den Tau von Grashalm und so. Weil sie ja nicht groß nass werden dürfen. Das Blut ihrer Feinde. Ja, wenn du sie ausreichend anpisst. Du musst natürlich genau jetzt hydrieren. Einlösen, wo ich mich in einen Bosskampf begebe. Ach Leute. Einmal noch. Oh, es hat doch gezählt. Warte, dürfen wir doch jeden angreifen? Auf jeden Fall haben wir einen schon mal erwischt. Also entweder dürfen wir doch ihn angreifen oder es gibt eine kleine Verzögerung, nachdem der König gewechselt hat. Okay, wenn sie sich drehen, machen sie den Angriff. So, bitte gebt mir jetzt die Chance, Estus zu nutzen. Ach komm schon. Sie nehmen Damage. Die nehmen alle Damage. Das ist machbar. Creative, jetzt muss ich auch gerade dran denken, Buddy Simulator, das müsste eigentlich auch so ein Spiel für dich sein. Hast du erwartet, was Chinchillas trinken? Bier? Ich meine, ich kann euch zeigen, wie ein Chinchilla aussieht, das komplett neben der Spur ist, aber das war halt in dem Fall durch Narkosemittel bedingt. Das habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen. Ich glaube, es ist die Wunschliste. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe nur Gronkh zugesehen dabei. Müsste ich nicht mehr von den Flüchen haben? Habe ich nicht vorhin irgendwie gefühlt 4 aufgesammelt? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man die 4 Könige, also wenn das wirklich so ist, dass alle die ganze Zeit Schaden nehmen, dann kann man wahrscheinlich sie auch mit einer +10 Waffe schaffen. Aber ich finde, da ist jetzt so ein bisschen das Trefferfeedback flöten gegangen. Also man hätte, finde ich, dann schon noch irgendwie alle 4 Headboxen, also alle Health Bars gleichzeitig anzeigen müssen. Oder es halt dabei belassen müssen, dass sie sich eine Health Bar teilen.
Ich meine, das macht, haben die Gravestalker ja auch gemacht. Na, es ist ja immer sehr nett, dass die Geister einem unbegrenzt weit folgen können. Ich hoffe nur, dass sie nicht, dass halt zumindest der Abyss für sie unzugänglich ist. Es wäre ein bisschen uncool, wenn die sich gleich in den Kampf einmischen. Boah, hier kann man aber auch echt schöne Gefühle kriegen. Okay, einer versucht immer auf Angriff zu gehen. Aua. Ja, ach komm schon. Warum macht er auch auf einmal so mega viel Damage? Erinnert mich gleich dran, dass ich hydriere. Okay, jedes Mal, wenn... Ah, okay, jedes Mal, wenn sich die Health Bar ändert, dann bekommt auch einer der Könige seine Buffs. Deshalb muss man sie möglichst schnell... Das Ding ist, die Könige können sich aber halt auch aussuchen, wann sie mit mir kämpfen wollen.
komm schon. So. Und hier muss man ja förmlich durchpoisen. So. Wo ist der letzte? Da auch nochmal andere Angriffe. So. So, ich hab hydriert. Hier Humanity. So, Carve ist nicht hier, weil wir schon das eine schon gemacht haben. So, erste Lordseele. Ich frage mich, ob wir Hebel irgendwo noch finden werden. Warte, wir brauchen noch ein paar Seelen mehr. So. Mehr Stärke wäre gut. Mehr Wit wäre auch gut. Aber wir gehen auf Strength. Wo kommen denn Chinchillas ursprünglich her? Aus den Anden. Wollen wir Nito gerade probieren? Weil wir sind schon hier. Daher würde ich meinen, wäre Nito wahrscheinlich eigentlich der nächstbeste. Also das nächstbeste. Und dann würde ich versuchen, Lost Izalith oder die. Oder das Dings. Wie viel Humanity habe ich? Okay, ja, das ist genug. Für den Lost Izalith Shortcut, den würde ich auf jeden Fall aktivieren wollen. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht darunter fallen lassen. Also können wir schon, aber es führt uns leider nicht zur Krypta. Ne, in freier Wildbahn stelle ich es mir auch nicht leicht vor, Chinchillas zu fangen. Im Käfig geht es. Kommt aber natürlich auch drauf an, wie sehr sich das Chinchilla einen Spaß draus macht, dich zu ärgern. Ivy macht das nämlich sehr gerne.
Huch, Creative, was hast du denn vor? Um 6 Uhr aufstehen. Wohnen die in Löchern? Felsspalten und so. So, ich glaube, im Moment bringt mit der Regen nicht so viel. Ich glaube, mit plus 4 Estus lade ich mich wahrscheinlich eh schon mit einem Ding voll auf. So, nochmal. Warte. Wie kannst du es wagen, mich bei meiner Trinkpause zu stören? So. Hier. Bin den falschen Weg gegangen. Also, es geht natürlich, aber ich hätte einen leichteren Weg gehen können. Moment, wo kommt das Item hier her? Reaper's Rune. Wir waren hier doch schon. Ist es, weil wir das Lord Vessel geholt haben? Ich weiß übrigens jetzt, wie man an dieses Item kommt, aber jetzt, wo wir die Ember haben, ist mir alles egal. Also Dark Souls 3 hat auf jeden Fall auch Skelettbogenschützen. Creative, ich habe keine Lust, dass ich in ein paar Tagen erfahre, dass du eine Italien-Überdosis genommen hast und daran krepiert bist. Von daher, spätestens wenn ich den Stream beende, gehst du schlafen. Milligramm. Excuse me?
Weiß jemand die tödliche Dosis bei Ritalin? Willst du mir jetzt vorschreiben, wann ich schlafen gehen soll? Ja! Hört sich ein bisschen viel an. Also die Dosierungen, die ich so kenne, sind so 30, 50. Von daher, ja, ich kann mir vorstellen, dass 160 nicht gut ausgeht. Da ist Patches. Patches ist uns egal. So, wir brauchen hier auch nicht den, keine Item Discovery. Ja, natürlich. Eine plus 15 Giants Great Club Boys den überhaupt nicht. Ab 100 Milligramm pro Tag Not oder ein Leberschaden. Yikes. Also, Creative. Mach keinen Scheiß. Also, Höchstdosis für Erwachsene ist 20 Milligramm. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, ich habe schon genug Kids kennengelernt, die routinemäßig mehr hatten. Also 30 ist eher noch Mittelfeld. Zumindest bei den Fällen, die ich hatte. Ich marschiere einfach durch. Ist mir scheißegal. Zu diesen Scheißhunden. Schlimmsten Gegner im Spiel. Ja, 1 Milligramm pro Körper, Kilogramm Körpergewicht ergibt auch Sinn, weil die meisten Medikamente halt darauf basieren. Patches denkt sich auch, was für ein Idiot, ne? So, hier ging es rein. Ah, da war ja noch ein Bonfire, sehr gut. Das hatte ich ganz vergessen.
Ritual Grotto. Nach dem Chatverlauf habe ich jetzt gerade fast Ritalin Grotto gelesen. The Disturbed Bones. Hä? Als ob. Warum? Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Aber wieso darf ich nicht zu Nito? Ich verstehe es nicht. The Disturbed Bones, das würde ja indizieren, dass es die untoten Skelette sind. Der wird doch kein Event gescriptet haben, dass man hier die ganzen Skelette kaputt machen muss. Aber wenn man das jedes Mal wieder machen muss, wäre das auch echt kein gutes Spieldesign. Aber ich verstehe ich gerade nicht, womit wir zu Nito sollen. Ich kann ja auch nichts zerstören. Hä? Habe ich irgendwas an Key-Items bekommen, was in Richtung Knochen geht? Nö. Sieht nicht so aus, oder? Nö. The Disturbed Bones. Es kann doch nicht die Idee sein, dass ich alle Gegner töten muss. Vor allem, es macht ja auch nur Sinn für die Gegner zwischen dem letzten Bonfire und hier. Also ich bin gerade ein bisschen überfragt. The Disturbed Bones. Ich verstehe es nicht. Nee, das ist nur eine Felsformation. Ja, normalerweise ist diese Grotte ja auch voller Pinwheels. Gibt's denn hier sonst noch irgendwas? Aber es ist ja sonst eigentlich ein ziemlich normaler Boss-Run. Also das Einzige, was mir noch einfiele, wäre, dass Patches irgendwas hat. Aber ich glaube, da ist es glatt einfacher, wenn wir den Weg nochmal gehen. Als dass wir das rückwärts zurückschaffen.
Hier ist noch ein Bonfire. Okay, es ist eine Trap. What? Ich bin weggerollt. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das auf die Distanz noch vollen Damage macht? Wobei, warte, waren das die Disturbed Bones? Weil da war gerade irgend so ein schwarzer Effekt. Und die respawnen ja nicht. Wenn das die Disturbed Bones waren. Wie lange denkst du, würdest du dauern, bis du rausfinden würdest, dass ich tot bin und ich morgen sterben würde? Ich nehme mal an, dass deine Schwester das uns schon wissen lassen würde. Nee, das ist es nicht. Außer es gibt noch mehr von denen, aber... Es ist schon seltsam genug, dass es zweimal passiert ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Skull Lantern ist auch gerade irgendwie buggy. Aber als ob das der... Wenn jetzt die Bonfires der Grund wären, die falschen. Das wäre mega weird. Weil das hätte auch bedeutet, dass ich Nito schon längst hätte legen können, theoretisch. Ich meine, er ist einer der vier Lords. Also eigentlich soll man ihn ja... Soll man ihn ja spät töten. So, jetzt funktioniert auch die Skull Lantern, wie sie soll. Wäre übrigens nett gewesen, wenn sie bei der Skull Lantern das so gemacht hätten, dass es nicht die Ausdauerregeneration verlangsamt, da sie ja auch keinen Schutz bietet. So. Wir triggern das jetzt einfach mal. Wie man ihn einfach überhaupt nicht versteht. Irgendwas stimmt da mit dem Audio-Mixing nicht. So, die ganzen Items habe ich hier aber schon geholt. Warum ist jetzt eigentlich die eine Trulla, die Rhea von Torlund, ist die jetzt eigentlich oben in der Kirche? Da müssten wir vielleicht mal vorbeischauen. Hättest du eventuell Lust, bis zurück um 6 Uhr morgens zu streamen? Nein. Oh, well.
I did you wrong. These, you know what I mean. You and me, we're... Oh, for heaven's sake, you're still alive? I know. I did you wrong. So, und jetzt? Aber das wird's auch nicht gewesen sein. Ich versteh's nicht. Da oben ist noch irgendwas? Was war hier unten? Hier unten war gar nichts. Wie viel willst du haben, damit du bis 6 Uhr streamst? Was ist das für eine Frage? Klar, der zielt natürlich perfekt. Okay, wir müssen da, glaube ich, einmal runtersliden, ne? Jetzt sind wir hier, aber hier waren wir doch auch schon. Wow. Ja, super, aber das war jetzt falsch. Als ob wir jetzt den ganzen Weg nochmal hoch müssen. So, pass auf. Hier. Und dann hier.
Ich kann aber auch nicht da abrollen. Der komplette Mangel an Musik ist übrigens auch gerade echt ein bisschen creepy. So, warte, da ist noch ein Vorsprung. Der bringt mir aber nichts. Danke, Dark Souls. Und ich will eigentlich Nito zumindest heute noch schaffen. Da haben wir schon mal zumindest zwei der Lord-Seelen. Da ist auch noch ein Item, wo ich nicht weiß, wie man da rankommen soll. Auch nicht rein. Da liegt noch ein Item. So. Aber wie komme ich da rauf? So. Hier. Sind das Disturbed Bones? Also sie sind auf jeden Fall disturbed, aber ich glaube, das sind nicht die Bones, die ich suche. Also behaupte ich mal.
Wieso? Spiel! Tu doch nicht sowas! Moment, wo bin ich? Jetzt fehlt mir natürlich das Item als Referenzpunkt. Das ist nicht der Punkt, den ich suche. Habe ich erwähnt, dass ich diesen Ort nicht gut finde? So, Moment. Wir haben Prismasteine. Die könnte man ja mal nutzen. Wie soll ich denn hier das Item nehmen? Allfather's Ring. Warte, was bringt das? Boost Miracle Power and Attunement. Das ist komplett für den Arsch. Ich dachte jetzt für einen Moment, wir brauchen jetzt für jede von den Lord-Seelen irgendwie einen Ring extra. Fehlt ja jetzt nur noch das eine Item. Wo ich ja ungefähr grob weiß, wie man da hinkommt. Ich eventuell einmal das Schwanz auf verflossen Negros Banks Set köflich erwerben. Nein.
Da unten ist Patches. Ich weiß aber gerade beim besten Willen nicht, wer alles Prismasteine verkauft. Komm. Das war jetzt aber wirklich Luck. Humanity. Okay, nein, wir können noch einmal gucken. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Ich wollte eigentlich jetzt nicht den Transient Curse wasten. Ich meine, wir müssen da eh nicht mehr runter, aber trotzdem. Wir können eigentlich den auch jetzt mal rausnehmen. So. The Restless Bones. Aber sonst ist da nichts mehr. So, die Flasche ist auch fast leer jetzt. Nö, ertrinken, da müsst ihr euch ein bisschen mehr anstellen. Anstrengen, so. Es ist 10 vor 12. Hier kommt wieder die Richalin-Grotto. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was jetzt hier gerade das Problem ist. Was habe ich verpasst? Ich verstehe nicht, was ich hier vergessen habe. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir aus irgendeinem anderen Gebiet was brauchen. Weil es gibt eigentlich kein anderes... Also die... Normalerweise sind die Gebiete, die letzten vier, relativ unabhängig voneinander. Und sie haben auch nicht wirklich eine Verbindung hier. Also ich wüsste jetzt nicht, was der Rest mit Knochen zu tun haben sollte. Ich glaube, mir wird bei Nito nichts anderes bleiben, als auf dem Daughters of Ash Discord mal nach einem möglichst spoilerfreien Hinweis zu fragen, was es damit auf sich hat. Also das wird dann heute wohl keine zweite Lordseele mehr. Aber wir haben zumindest jetzt eine plus 15 Waffe und wir haben die erste Lordseele. Ich glaube, ein oder zwei Streams, dann könnten wir es auch geschafft haben, je nachdem, wie viel wir noch Level grinden müssen für Manus und so. Also, keine Ahnung. Ich werde das wahrscheinlich nicht zwischen diesen Stream machen, weil dann müsste ich jetzt hier von dem Bonfire weg und dann müsste ich mich wieder hier hinkämpfen und wir dürfen ja nicht hier hinwarpen. Aber mal schauen. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns da beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.